Natürlich schlägt das Herz des Motorradrennsportes, für uns Saarländer zumindest, in St. Wendel. Wo denn auch sonst? Hier begann alles im Jahre 1949 mit den Rennen rund um die Allerburg, bevor es dann auf den alten St. Wendler Stadtkurs ging. Hier einige Impressionen von St. Wendel, der alte Bahnhof. Ein Blick auf den Schlossplatz und auf das Rathaus. Und hier der alles überragende St. Wendeler Dom. Mit diesem Datum, dem 3. Mai 1964, endeten die Rennen auf dem alten St. Wendeler Stadtkurs. Gehen wir den alten Stadtkurs doch einmal zu Fuß ab und beginnen hier bei Start und Ziel. So sah es damals hier aus. Und dann hinunter ans Transformatorenhäuschen. Sie sehen, dass die Strecke damals hinter dem Transformatorenhäuschen vorbeiführte. Dann hier die Fausenmühle, von wo es dann Richtung Bliesbrücke ging. Wir sehen sie hier im Bild. Hier hatte Jim Redman einmal einen üblen Sturz gehabt. Im Bild Tom Phillis vor Jim Redman. Dann hier am Gaskessel vorbei. Das sieht heute so aus. In Richtung Mommstraße. Hier befindet sich heute der Kreisverkehr. Und dann geht es Richtung Bahnhof. Und dort dann, kurz vor der Eisenbahnunterführung, schauen Sie einmal, wo die Zuschauer standen. Im Bild Bob Mitchell aus Australien. Hinein in die erste Kurve am Tholeyer Berg. Im Bild hier Dickie Dale mit der Startnummer 12. Die Kurve 2 Tholeyer Berg mit einer wunderschönen Aufnahme von Max Deubel und Emil Hörner. Dann den Tholeyer Berg hinauf. Ja, und gleich sehen wir einmal, wie steil es doch den Tholeyer Berg hinaufging. Außerdem hatte ich hier fast denselben Standplatz gefunden, wie ihn der damalige Fotograf innehatte. Von hier ging es dann am Autohaus Mars vorbei, hier in der Nordkurve, wo der Vorstart war, und von hier aus wieder hinab zu Start und Ziel. Eine kleine Rundfahrt gefällig? Nichts leichter als das. Einsteigen und ab die Post. Wir beginnen bei Start und Ziel und fahren nun hinunter ans Transformatorenhäuschen Richtung Fausenmühle, durch die Unterführung, dann am Gasometer vorbei in die Mommstraße, links durch die Eisenbahnunterführung, dann die erste Kurve Tholeyer Berg, zweite Kurve Tholeyer Berg, dann hinauf auf die Gerade Richtung Nordkurve und am Gasthauskreuz wieder links hinunter Richtung Start und Ziel.